Ich habe mich jetzt erstmal für die Variante des Mittelfeldpressings entschieden. Dazu hole ich jetzt den Gegner mal rein. Und zwar entscheide ich mich jetzt zunächst mal für die Grundordnung des Gegners im sogenannten 4-2-3-1. Die stelle ich jetzt schnell auf. Und zwar gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Wir schauen uns erstmal die Offensive an. Das heißt, wenn wir in Ballbesitz sind, arbeiten da kurz die Vor- und Nachteile raus. Und im Anschluss daran bekommt der Gegner den Ball. Und wir arbeiten dann auch die Vor- und Nachteile raus, die wir dann in diesen einzelnen Situationen haben. Vorneweg nochmal. Im Endeffekt, wenn ich so Systeme bzw. Grundordnungen vergleiche, die dann eben in das System übergehen, muss man eigentlich nur zwei Begrifflichkeiten sich anschauen. Und zwar einmal das Spielerzahlenverhältnis und einmal die Raumbedingungen. Wenn ich jetzt schon beim Spielerzahlenverhältnis bin und ich spiele ein 4-4-2 flach gegen ein 4-2-3-1, denke ich mal, kann man schnell erkennen, wo die Spielerzahlenverhältnisse so geartet sind, dass wir in Überzahl bzw. in Unterzahl sind. Ich fange jetzt erstmal mit einem Nachteil an in Bezug auf die Spielerzahlenverhältnisse, und zwar gehe ich hier ins Zentrum rein. Wenn man das Zentrum anschaut und die Spielerzahlen da eben vergleicht, stellt man ziemlich schnell fest, dass der Gegner hier in Blau mit 6, 11 und 10 drei Spieler hat und wir mit 6 und 10 eigentlich nur zwei Spieler haben. Insofern ergibt sich schon mal aus der Grundordnung heraus, dass tendenziell das Spiel über den Flügel erfolgsversprechender ist, weil wir da in der Regel dann Überzahlsituationen besser schaffen können. Die Überzahlsituation, die wir haben, bezieht sich hauptsächlich jetzt mal auf die Viererkette im Verhältnis zu den gegnerischen offensiven Mittelfeldspielern 7, 8 und 9. Das heißt, betrachtet man unsere vier hier hinten, habe ich im Verhältnis zum Gegner in Blau eigentlich drei Spieler dagegen. Und diese Überzahlsituationen gilt es dann aus dieser Grundordnung in dem Spielsystem, wie vorher erwähnt, dann einfach so auszunutzen, dass ich besser über beispielsweise hier über außen komme, weil das Zentrum ja numerisch unterlegen ist. Betrachtet man das Ganze jetzt aus defensiver Sicht, das heißt, hat der Gegner den Ball, ändert sich ja die Situation folgendermaßen: Der Gegner steht in der Regel im Ballbesitz etwas breiter und wir etwas enger. Genau. Und nimmt man jetzt die zwei Kriterien, wenn ich zwei Grundordnungen vergleiche, wieder an die Hand und vergleicht wieder das Spielerzahlenverhältnis, erkennt man relativ schnell, dass wieder im Zentrum die Unterzahl gegeben ist. Das muss ich natürlich dann, wenn ich ein System herausarbeite bei der Spielphilosophie, so gestalten, das verschieben, dass eben dieses Unterzahlverhältnis eben nicht zu schwer wiegt. Und wenn ich das Spielerzahlenverhältnis eben wieder vergleiche, Defensive von uns im Vergleich zur Offensive von denen, wie eben vorher auch schon erwähnt, habe ich hier wieder meine Überzahlsituation und der Gegner hat hier in diesem Bereich eine Unterzahlsituation. Eine Gleichzahlsituation herrscht in der Situation vor in Bezug auf gegnerische Viererkette, das heißt 2, 4, 5 und 3, Verhältnis zu unseren offensiven Mittelfeldspielern 7, den beiden Stürmern 11, 9 und 8. Das heißt, hier haben wir Gleichzahlsituationen. So, und jetzt gilt es eben strategisch und richtig zielgerichtet, diese Vor- und Nachteile so zu nutzen, dass ich zum Erfolg komme. Ich kreiere jetzt hier einfach mal ein Beispiel von einem Verschiebeverhalten, das heißt, welches System beim 4-4-2 flach möglich ist, wenn der Gegner den Ball hat, wie ich dann versuche, die Unterzahlsituation zu vermeiden und welche Gedanken da mit reinspielen, um möglichst schnell zur Balleroberung zu kommen. Rote Mannschaft nochmal 4-4-2 flach, 3-5-4-2, Mittelfeld 7-6-10-8, in einer flachen 4 nennt man das auch, und 11-9. Das Ziel ist jetzt meines Verschiebeverhaltens, dass ich den Gegner nach